Ja, grüßt euch, Burm. Heute geht's um eine neue Dokumentation von den Zwangsgebührenmedien. Ja, Liebe und Bunga in Nordeuropa. Emanzipation und Männerfrust. Ja, das ist so geil, ey. Und da haben wir nämlich wieder ein paar Leckerbissen dabei, die wir uns doch jetzt gleich mal zu Gemüte führen wollen. Und damit kommen wir doch gleich mal rein. Schweden, Finnland und Island gelten als Vorbild, was die Gleichstellung von Mann und Frau angeht. Das lernt man bereits im Kindergarten. Seid ihr stark? Ja, stark und unabhängig. Und da sehen wir schon das erste Thema, dass da diese Kindergärten aufgeteilt werden in Jungen und Mädchen. Müsste man ja erstmal Biologen fragen, was das genau überhaupt ist. Aber trotzdem, da sieht man, hier werden die Frauen, oh, du bist stark, weil du vor deiner Geburt das richtige Geschlecht gewählt hast. Und später im Verlauf, dass die Jungen dann hier klassisch wieder toxische Scham abkriegen und hier diese Schuld, oh, du bist ein Patriarchatsbevorteiligter, hier jetzt da erstmal Hände eincremen und umarmen. Natürlich total ergebnisoffen und ideologiefrei, wie man es ja aus diesen Kreisen kennt. Aber schauen wir doch mal weiter rein. Unsere Mädchen sollen stark und selbstbewusst sein. Die Frauen. Das ist ja auch interessant, wenn man da mal auch in Literatur schaut, wenn es um Erziehung geht, ist es ja viel besser, das Verhalten zu loben, anstatt den Ist-Zustand. Ja? Man hat sich ja nicht die Gene und all diese Sachen, auch wenn es um Intelligenz und Co. geht, ausgesucht. Und da ist es viel schlauer und Narzissmus eindämmender, wenn man sagt, ja, die Leistung, du hast es gut gemacht, dass du dich hier hingesetzt hast oder halt auch mit dem Kind sich freuen, anstatt durch Zuckerbrot und Peitsche zu agieren oder dann halt hier, oh ja, du, ganz toll, weil du halt so bist. Das ist natürlich genau das, was leistungsloses Anspruchsdenken immer weiter dann auch fördert, mit der damit einhergehenden Dysfunktionalität, ne? Sind emanzipiert. Ganz ehrlich, ich will einen verlässlichen Fuckbuddy. Und sie ist ja auch schon eine Spätgebärende. Also das ist auch das, ne? Dass sie ja jetzt da hier einfach weiter hier kurzfristigen Spaß, Gurkenkarussell, man kennt es, bedienen möchte. Aber da sieht man dann ja oftmals das Problem, wenn sie plötzlich in Jesus sprechen hört, so ab ja, 33 mit der damit einhergehenden Kindertollwut, schnell, jetzt brauche ich nur einen, dann kann sie sich ja nicht mehr das Kaliber von Mann für eine langfristige Beziehung leisten, wie wenn sie da schon schlauer ist und jünger aus dem Datingmarkt geht. Aber schauen wir uns später auch nochmal genauer an. Sie machen oft den ersten Schritt. Hast du eine Freundin? Es ist kompliziert. So geil, wenn man da das Infield anschaut, wie Frauen in diesen Verführungsstrategien arbeiten, ja total plump wie ein Level 1 aus dem Pickup-Game raus, ja. Hallo, grüß dich. Na, bist du öfters hier? Ist sie hier? Ja, direkt hinter dir. Die Männer lernen sich zurückzunehmen, wollen nicht aufdringlich erscheinen. Oh, Bader! Bader! Das ist ja dann genau das, ja. Die weibliche Selektion durch Evolutionspsychologie, was über Jahrtausende evolviert ist, hört ja nicht einfach auf zu wirken, bloß weil du deine Gesellschaft jetzt endlich so umbaust, wie du es gerne hättest. Ne? Das ist ja in dieser ideologischen Verblendung. Und das ist ja auch genau das, was wir dann auch im weiteren Verlauf sehen, dass hier die leinengezwungenen Buckdackelmänner, die ja dann auch hier in der Schule so, ja, oh, böser Mann, in diese Richtung indoktriniert werden, natürlich keine Chancen mehr bei den Frauen haben. Und dann, gerade deswegen siehst du auch in diesen Ländern den größten Single-Stand, wie man ja hier bei den Schweden sieht. Genau, weil die Frauen hier, oh, weiter nach oben noch, weiter, oh ja, du bist so toll. Und die Männer, oh ja, du bist ein böser, toxischer Mann, zum Buckdackel gemacht werden. Und das finden ja Frauen nicht interessant, ne? Eine Frau will natürlich weiterhin nach oben schauen, ne? Und keine Indoktrination dieser Welt kann diese teilweise determinierten evolutionspsychologischen Komponenten der sexuellen Selektion auflösen. Ja, das sehen wir jetzt dann auch mal wieder. Darf ich dich umarmen? Ja, natürlich. Selbst Flirten trauen sich wenige. Ich gebe zu, dass ich oft zu schüchtern bin. Dann läuft. Ja, das ist ja genau das, ne? Der nette Typ, den sie ja immer wieder vorbeten, den sie ja angeblich haben wollen, der ist halt meistens dann das emotionale Tampon und kriegt keine Damen ab, weil Frauen halt auf sogenannte toxische, in Anführungszeichen, Männlichkeit stehen. It's bang out the machete, boom in her face, and then grip her up by the neck. Like, shut up, bitch!
Läuft die meiste Zeit gar nichts. Ich würde sie am liebsten schütteln. Ja, schütteln, ne? Das ist ja Aufwachen, aber sie müssen ja erstmal hier die toxische Scham ablegen und die feministisch-marxistische Indoktrination ablegen, dass sie ja diese bösen Herrscher und Unterdrücker im Unterdrückungsschema der Ideologie dann auch sind. Trotz der Fortschrittlichkeit hat auch der Norden mit einem ernsten Problem zu kämpfen. Sexuelle Gewalt, die seit Jahren stetig zunimmt. Die Ursachen dafür konnten wir bisher nicht angehen. Und da habe ich mir gedacht, Ursachen nicht angehen? Da schaue ich doch mal in die Statistik oder zumindest in den Wikipedia-Artikel, wo es ja hier um Finnland und diese norwegischen Länder letztendlich auch geht. Dann bin ich dann runtergegangen auf diejenigen, die das verursachen. Und oh, da steckt man wieder einen Kopf im Sand, weil das sind natürlich hier die Finnen, wie wir sehen, auf dem letzten Platz, wie wir alle natürlich schon vermutet haben. Aber es macht ja kein gutes Gefühl im Bauch hier. Also Kopf ins Sand existiert natürlich nicht. Hat mal wieder nichts mit nichts zu tun. Außer natürlich, wenn Männer allgemein was machen, dann ist es natürlich wieder toxische Männlichkeit, wie wir alle wissen. Dann kommt die Kollektivschuld. Reicht die Gleichstellung der Geschlechter also aus, um harmonische Beziehungen zu garantieren? Leider nicht, denn Anziehung ist nicht verhandelbar. Und was die mit Gleichstellung meinen, ist natürlich eine komplette Gleichmachung mit gleichen Ergebnissen im Vergleich zur ergebnisoffenen Chancengleichheit. Aber das widerspricht leider Gottes dem Gleichheitswahn. Das darf ja überhaupt nicht sein, ne? Knapp 500 Kilometer von der Hauptstadt Helsinki entfernt, mitten in den weiten Kiefernwäldern, findet ein ganz außergewöhnliches Sportevent statt. Oikon-Kanon, die alljährliche WM im Frauentragen. Und da dürfen sie dann ab und zu noch larpen, die Männer, ne? Ja, komm, jetzt darfst du hier mal wieder ein bisschen Männlichkeit noch ausleben, ne? Aber nur in dem kleinen Fenster. Taisto, ein Wirtschaftsanwalt, ist der erfolgreichste Finne und sechsfacher Weltmeister. Seine Freundin Katja lernt er hier bei einem Rennen kennen. Schon wieder so viel Status, sechsfacher Weltmeister? Also, das hört sich aber nicht auf Augenhöhe an. Ein toller Wettbewerb für Paare. Die Männer geben die Richtung und Geschwindigkeit des Rennens vor. Aber ansonsten haben die Frauen das Sagen. Wie im richtigen Leben. Es sind die Frauen, die alles entscheiden. Beide! Beide! Ja, so geil, ne? Das ist ja auch hier immer wieder dieser suprematistische Geist, dass man sehen, ja, hat ja letzten Endes nichts mit Gleichstellung zu tun, sondern dass die Frau hier die Herrin ist und der brave, Leinengezwungene die Wünsche der Ersatzmama erfüllt. Und das ist ja letzten Endes dann auch wieder sehr, sehr interessant, dass die Frauen in der Masse das ja überhaupt nicht interessant dann auch finden. Und dann wundern sie sich, warum dann hier im Dualismus viel mehr dann der Mr. Sexy aktiviert wird, der toxische Mann, der konfrontationsfähig ist, der dann seine eigenen Interessen verfolgt. Und dann wundern sich halt immer wieder diese Beta-Männer, wie jetzt zum Beispiel er einer ist vom Mindset, warum sie hier betrogen werden und all diese Dinge. Weil Ähnliches sehen wir ja auch hier aus den Auswertungen. Es ist so lustig, weil es einfach so determiniert oftmals ist, ja. Je mehr Hausarbeiten der Ehemann macht, desto eher wird die Scheidung ausgesprochen. Und vor allem, wir sehen es ja hier mit den Daten aus Oslo, also auch aus Nordeuropa, ne? Obwohl so viel Gleichstellung da ist, finden Frauen das eben so unattraktiv, dass es so ein Vagenetrockner ist, dass sie sagen, ach du, wir haben uns auseinandergelebt, ja? Warum wohl? Manche denken vielleicht, es sei sexistisch. Mir macht es einen Riesenspaß, dabei zu sein. Es ist einfach nur ein lustiges Rennen, das man nicht zu ernst nehmen darf. Ich könnte jetzt versuchen, dich zu tragen, aber es würde nicht funktionieren. Wie sie Sexismus definieren, ne? Keine individuelle Abwertung aufgrund des Geschlechts. Du darfst jetzt das nicht machen, weil du eine Frau oder ein Mann bist. Nee, das wird ja so definiert, dass Ungleichheit rauskommt. Das ist dann sexistisch, ne? Wenn der Mann die Frau hier führt, Sexismus. Wenn der Mann mehr klassisch männlich vorangeht, proaktives Führen und sagt, hey, heute machen wir das, dann ist es Sexismus, weil in deren verqueren Welt der Gleichheitsideologie jegliche Unterschiedlichkeit oder was nur irgendwie an alte Zeiten erinnert, sofort natürlich sexistisch ist. Ne? Natürlich kannst du machen, was du willst. Außer natürlich klassisch toxische Männlichkeit an den Tag legen. Und deswegen ist ja auch Feminismus so ein globaler kollektiver Shit-Test, der ja hier auf die Männerwelt niederrollt. Zumindest in dieser heutigen Form. Finnland kann es sich erlauben, mit sexistischen Klischees zu spielen. Das hier ist ein starker Mann mit Muskeln, der hier diesen Brüller macht. Das
ist sexistisch, ja? Da kannst du dir bloß einen Kopf langen. Ein Schlaber kann sich doch kein anhören, ne? Es ist eines der Länder mit der höchsten Chancengleichheit. Und das ist falsch, diese Umdeutung. Es geht nämlich nicht um Chancengleichheit, es geht nämlich um Quoten, dass du hier schaust, dass 50-50 rauskommt. Denn da kennen wir auch schon die Daten aus Nordeuropa, dass je gleicher diese Gesellschaft ist, desto mehr gehen die Geschlechter ihren Stereotypen, Präferenzen hinterher, weil es halt auch teilweise biologisch determiniert ist und dass Männer noch mehr diesen wissenschaftlichen, technologischen, objekt-ding-orientierten Studien hinterhergehen und die Frauen noch mehr soziales, menschliches bei einer Sample-Size von 472.000. Und das ist ja dann gerade der Widerspruch. Je gleicher du die Gesellschaft machst, je chancengleicher sie sind, desto mehr gehen die Geschlechter auseinander in der Berufswahl. Aber das darf natürlich nicht sein. Auch Island gilt als vorbildlich, was die Gleichstellung der Geschlechter angeht. Seit 2018 ist die Vulkaninsel mit nur 360.000 Einwohnern das erste Land weltweit, das gleiche Löhne für Mann und Frau vorschreibt. Und das ist ja der Klassiker, ja? Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen, egal welchen Job jetzt der Top-Performer Mann hat, der in der Masse viel mehr Überstunden macht, viel krasser arbeitet, weil das natürlich von Frauen wieder selektiert wird, brauchen wir uns ja nichts vormachen. Und da schimpfen sie dann, ja, die Frauen arbeiten weniger, sind weniger bereit umzuziehen für bessere Löhne und arbeiten zeitlich auch weniger, deswegen bekommen sie auch weniger, hatten wir ja schon alles im bereinigten Gender Pay Gap beleuchtet. Aber es ist ja auch wieder ganz, ganz böse, weil die sollen ja auch das Gleiche verdienen, es muss ja das Gleiche rauskommen. Sonst macht es natürlich kein gutes Gefühl im Bauch, es kann ja geil sein. In einem Vorort Reykjaviks lebt die 23-jährige Emilia mit ihrem 4-jährigen Sohn Nathan. Jetzt wird es sehr, sehr spannend, denn wir sehen eine alleinerziehende Mutter, wie es ausschaut. Gehst du etwa im Schlafanzug zu den Großeltern? Zieh dich an. Seit der Trennung von Nathans Vater 6 Monate nach der Geburt wohnt sie in dieser kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung. Sehr, sehr typisch mal wieder. Hier der Mr. Sexy hat das Kind gezeugt und ist nach 6 Monaten dann weg. Und jetzt braucht sie natürlich auch keinen Beta-Versorger, weil der Sozialstaat und die isländischen Männer, die Kollektiv-Betas sind und dann dafür zahlen. Das ist ja wirklich die maximal optimierte weibliche Sexualstrategie. Mr. Sexy für die guten Gene, der haut dann ab und später braucht sie nicht einmal einen Beta-Versorger, weil die Umverteilungssysteme das alles so effektiv dann auch machen. Und das ist ja auch sehr, sehr heftig. Zudem muss man immer wieder drauf zeigen, dass es ja Female Choice ist. Die Frauen wählen ja das, ne? My Body, My Choice, wie wir hören. Also ist die Verantwortung ja auch auf der Frauenseite. Denn Männer haben Bunga, mit wem sie können. Und Frauen haben Bunga, mit wem sie wollen. Das ist ja das. Und deswegen muss man hier viel mehr die Verantwortlichkeit auch bei der Frau mit reinfaktorieren. Weil ansonsten sagt man immer wieder, oh, der Mann, der ist davon, ja? Aber sie hat ja sich mitunter auch diesen Mann dann ausgesucht, der sich dann teilweise so verhält. Das ist ja auch immer nicht so stark dann in den Fokus gerückt. Muss man aber machen, als wahrer Gleichstellungsbeauftragte. In Island sind alleinerziehende Mütter ziemlich stark. Sie wollen sich nichts vorschreiben lassen. Natürlich sind sie stark. Die kriegen ja die gratis Kohle und oh, ganz toll hast du das gemacht, ganz toll. Wie wir ja oftmals dann leider Gottes aber sehen, Mütter erziehen ihre Söhne zu Männern, die sie selber niemals daten würden. Und das ist ja dann auch immer, was sich dann letzten Endes im großen, im Zinseszinseffekt dann auch zeigt. Und wenn man auch dieses leistungslose Anspruchsdenken hier ja noch mehr untermauert. Ja klar, super, dass du dir diesen Typen ausgesucht hast, der dann einfach davon ist. Klar gehört der auch zur Verantwortung gezogen, aber dann kann man doch sowas nicht als, wow, ist das stark, sondern ja, man sollte doch klügere Entscheidungen, die nachhaltiger sind, auch treffen. Gerade wenn man die Daten und Statistiken diesbezüglich auch im Literaturverzeichnis des unendlichen Hasses anschaut, dass man da sieht, väterliche Teilnahme bei der Erziehung von Jungen sorgt für weitaus geringere Risiken von Persönlichkeitsstörungen, Anpassungsverhaltensprobleme, depressive Symptome und Drogenmissbrauch und viele weitere Dinge. Ja, und dann ist es doch nicht toll zu beklatschen, wenn man sowas sieht. Oder auch hier die Statistiken und Daten aus den USA gerade nochmal vorangehend auf die Übergriffe zeigend. 80% der Männer, die hier Übergrifflichkeiten und Wutprobleme haben, kommen aus einem vaterlosen Haushalt. Ja, das ist ja aber ganz auffällig, ne? Weil die Väter meistens durch Raufen und Toben den Söhnen gerade helfen, Emotionen besser zu integrieren. Und das siehst du ja tendenziell viel seltener bei einer Frau, weil wenn der Junge raufen und toben will, oh na, jetzt hör mal auf, dich hier so aufzuspielen, sei halt endlich mehr wie die Mädels. Noch mehr Scham
und Schuld induzieren. Deswegen muss man ja hier die Augen aufmachen und drauf zeigen, wenn es um sowas geht. Like they don't let anyone just rule over them. Sie managt gleichzeitig ihren Job als Unternehmensberaterin, ihr Informatikstudium und die Erziehung des Sohnes. Und das kriegt sie natürlich dann ganz bestimmt super hin, denn jeder Mensch hat ja nur 168 Stunden in der Woche. Und wenn man hier so viele Prioritäten hat, dann wird es zwangsläufig ja bei der Aufmerksamkeit für das Kind abgezogen, was natürlich umso schlechter für diese ganzen Entwicklungsaspekte sind. Yeah, it's kind of a lot. Das ist schon viel, aber ich bin super organisiert, deshalb schaffe ich das. Trotz ihres engen Zeitplans schafft sie es noch, abends auszugehen. An diesem Abend trifft sie sich mit Freundinnen. Moderne Frauen in a nutshell, wie man so schön sagt, ne? Und jetzt da sehen wir dann auch hier dieses Outsourcing, wie bei so einem Haustier, muss man schon fast sagen. Hier, Schwiegereltern, macht's ihr mal, gell? Ich bin jetzt erstmal feiern und mein Leben genießen. Und da sieht man ja, wie diese Dame die Prioritäten setzt. Aber muss ja auch immer beleuchten, was es dann für Konsequenzen für diese Kinder, gerade auch für die Jungen, wieder hat, wenn die hier überhaupt gar keinen Anleitungsweg bekommen, ne? Dann siehst du das, was du dann in der ganzen Gesellschaft heutzutage siehst. Spätisierte, Alleingezwungene, voller toxischer Scham in Verbindung mit all den anderen Sachen. Wir werden Spaß haben. Ich bin jung und genieße das Leben. Das mache ich zwar immer, aber gerne auch mal ohne meinen Sohn. Und das ist natürlich ganz toll. Das sollte man natürlich beklatschen, denn jegliche Kritik dabei ist ja wieder Frauenhass in Anführungszeichen. Denn alles, was kein gutes Gefühl im Bauch macht, ist automatisch eines der ganz, ganz bösen Sachen. Aber unabhängig davon, wie würde man denn sich verhalten, wenn ein alleinerziehender Vater, obwohl sie bloß 10% aller Alleinerziehenden natürlich ausmachen, sich so verhalten würde? Da würde man sagen, total verantwortungslos. Aber bei einer Frau, oh krass, die ist aber stark und unabhängig. Einfach mal für mich, ganz alleine. Bei der Betreuung Nathans kann Emilia auf ihre Schwiegereltern zählen. Sie haben kein Problem damit, wenn sie ihr Single-Leben in vollen Zügen genießt. Sie passen wirklich gut auf ihn auf. Wenn ich lernen muss, holen sie ihn ab. Gehe ich wie heute aus, betreuen sie ihn. Die sind eine große Hilfe. Ja, wie ein Haustier, was man hier leider so unschön auch abschiebt. Aber das ist ja genau das. Man sollte im Vorhinein ausplanen ungefähr, dass man weiß, wann macht man das Studium, wann macht man das. Und das Nächste ist, Frauen können ja nicht einfach so schwanger werden, sondern nur an 5 Tagen im Monat innerhalb des Zyklus. Insgesamt gerechnet nur eine 25%ige Chance, zudem je nach Alter noch. Und da ist es ja nicht einfach so passiert, sondern da siehst du unvorausschauendes Planen durch dieses, oh ja, egal was du machst, es gibt keine Konsequenzen, es gibt keine Verantwortung. Und da braucht sich keiner mehr wundern, woher der steigende weibliche Narzissmus in der Gesellschaft dann kommt. Isländer wirken unkompliziert. Sie kämpfen gegen Vorurteile und legen Wert auf Toleranz. Ja, aber natürlich nur die richtige Toleranz, ne? Denn wenn du da jetzt eine abweichende Meinung hast, die zu sehr dem engen Korridor widerspricht, dann merkt man ganz schnell, wie die Toleranz dann aufhört. Na, das ist ja nur eine Tugendsignalisierung. Das lernen schon die Kinder so. Ein Montagmorgen in Reykjavik. Ja. Welche Haarspange? Kein. Der 4-jährige Eldur macht sich für die Vorschule fertig. Und jetzt sehen wir die klassische geschlechtsneutrale Erziehung in Anführungszeichen, was ja nicht wirklich neutral ist, dass man die Kinder oftmals das machen lässt, was man möchte, sondern es muss ja auch wieder ungefähr das gleiche Ergebnis rauskommen. Zudem muss man immer hier reinleuchten, dass diese Eltern die Kinder oftmals als narzisstische Erweiterung nehmen können und sagen, boah, schaut mal, hier mein Kind, wie gleichberechtigt, aka gleichgemacht das ist. Und dann bekommen sie ja dann die ganz guten Good-Girl-Points oftmals ab. Braves Mädchen, hier hast du einen Keks. Na, das ist ja dann auch nicht so ergebnisoffen, geschweige denn ideologiefrei. Seine Mutter Katrin hilft ihm. Eine hier? Ja, diese. Und eine auf der anderen Seite. Hier hin. Sehr hübsch. Ja. Sehr hübsch, es fällt auf, glänzt. Welches Kind mag nicht, was auffällt und glitzert? Und das wird natürlich dann dadurch noch bestärkt, ja, oh, ganz toll. Wo jeder auch hinterfragen sollte, ob das wirklich so ergebnisoffen dann ist. Oh, der schminkt sich, oh, der benutzt das. Ganz, ganz toll, Geschlechterrollen aufbrechen, um endlich den Geschlechtskommunismus einzuläuten. Katrin redet ihm die Vorliebe für Haarspangen oder Nagellack nicht aus. Warum sollten wir das einem Geschlecht verwehren? Nur weil er ein Junge ist. Wir sollten Mädchen auch nicht verbieten, Fußball oder im Dreck zu spielen. Und da bin ich bei ihr, dass man da wirklich die Kinder machen lässt, was sie wollen, ohne mit Scham, mit Zuckerbrot auch zu arbeiten. Und vor allem, wie gerade gesagt,
mit der Peitsche. Aber ist es wirklich oftmals bei diesen Geschlechtsideologen so zu sehen, wie wir auch bei uns aus der Doku damals mit der Finja gesehen haben? Ne? Das ist ja doch was anderes, was dann hier motivierend wirkt. Nur weil wir denken, das sei nicht das Richtige. Sie sollen ihre Gefühle ausdrücken, spielen, einfach sie selbst sein. Katrin, außer natürlich, wenn sie klassisch toxisch männlich sind, dann bekommen sie gleich den Hieb ab, wie wir es da in der Indoktrinationsanstalt sehen. Arbeitet in einer Kunstgalerie in Reykjavik. Wie viele in Island bevorzugt sie eine geschlechtsneutrale Erziehung. In Eldurs Kinderzimmer finden sich klassisches Spielzeug für Jungs, aber auch Kochgeschirr. Und da gehen immer meine Verdächtigkeitsalarme los. Denn man muss ja auch hier immer einen kleinen Blick in die Empirie wagen. Und da sehen wir auch hier, dass pränatale Hormone und auch natürlich die postnatale Sozialisation, also vordem sie geboren sind, die Hormone, und nachdem sie auf der Welt sind, auch die Sozialisation, hier das Spielverhalten beeinflussen. Da hat man nämlich interessanterweise noch eine Kontrollgruppe von Mädchen mit der sogenannten Nebennierenhyperplasie getestet, die dann dadurch vermehrt Testosteron haben und dann auch noch mehr mit den männlichen Spielzeugen, Objekt-Ding fokussiert, sich beschäftigen. Aber es konnte dann nicht wegerklärt werden durch Sozialisation und unbeschriebene Blattdynamiken, sondern dass es halt leider auch hier vorbestimmt wird, mit was diese Kinder spielen. Und da muss man nicht weit schauen, denn bei den Rhesusaffen zeigt sich Ähnliches, ne? Die männlichen Jungen sind mehr Objekt-Ding fokussiert und die Weibchen spielen mehr mit den typisch weiblichen Spielsachen, ne? Aber, gar kein gutes Gefühl im Bauch hier. Und zudem, wie wir schon öfters beleuchtet haben, ja, bei den Neugeborenen, wenn du da die Augen beobachtest, wo sie eher hinschauen, ja, bei den Jungen eher zu den Objekten mobiles und bei den Mädchen eher zu den sozialen Objekten, ja, hier das Gesicht. Und das sind ja dann auch schon solche Hinweise, ja, dass es nicht magisch sozialisiert wird. Doch lauschen wir mal weiter. Kitchens, you find kitchens in every home. Jedes Zuhause hat eine Küche. Jeder muss etwas essen. Und jeder sollte eine Mahlzeit zubereiten können. Eldur muss sich nicht für Superman und gegen Nagellack entscheiden. Und das stimmt ja, dass man als Mann selber kochen können sollte. Oder natürlich auch, wie es der St. Tate gesagt hat, dass man halt irgendwo Essen bestellt. Und das, dass man trotzdem ergebnisoffen ist und nicht die Kinder in irgendwelche Dinger zwingt, sondern dass man es einfach Kinder sein lässt. Aber wie gesagt, es ist ja keineswegs ergebnisoffen, dass man klassische oder teilweise natürlich auch toxische Rollenvorbilder wie ein Tate aus dem kompletten Internet löscht, aber auf der anderen Seite die Influencer, die dann die Kinder anregen, ihr Geschlecht durch Operationen und irreversible Hormontherapien zu ändern, die sind natürlich völlig in Ordnung. Ne? Da muss man keinen Zahlungsanbieter dann sperren. Das ist ja auch wieder einen krassesten Doppelstandard in dieser repressiven Toleranz dann auch. Absolut demokratisch, versteht sich. In Island nichts Ungewöhnliches. Die Gleichstellung der Geschlechter gilt als Herzstück des Bildungssystems. Jetzt wird es dann auch sehr interessant, wenn wir beobachten, wie dieses Schulsystem hier agiert, die Matrix-Indoktrination. Kinder frei wählen. Am Morgen sind die Schüler zunächst zusammen. Dann gehen Mädchen und Jungen getrennt zum Unterricht. Das Prinzip der Schule ist, Geschlechterstereotypen aufzuheben. Und das ist ja, wie gesagt, wieder diese klassische Konflikttheorie, dass man Männer oder Jungen hier, oh, das sind die Urunterdrücker, die sind patriarchat. Und die Mädchen, oh, das sind die armen Marginalisierten, die müssen wir natürlich hochheben. Und das siehst du dann hier sehr, sehr krass gleich in diesen Indoktrinationsanstalten. Yay! Lucy, du beginnst. Spring! Arna unterrichtet seit mehr als 20 Jahren. Das hat man auch anfangs schon gesehen, ne? Da springen die Mädchen hier stark, Kampf, Rocky-Musik. Und schauen wir mal weiter noch. Auf dem Stundenplan stehen keine Handarbeiten, sondern ein Hindernisparcours zur Musik von Rocky. Die Mädchen lernen, ihre Ängste zu überwinden und sich selbst wertzuschätzen. Und das sind ja positive Sachen, dass man vor allem diese Selbstwertschätzung lernt. Aber trotzdem wird es ja dann so gestaltet, ja, egal was ist, ne, du bist toll, weil du bist ja eine Frau, egal was sonst am Verhalten gezeigt wird. Und ob das wirklich dann so gut ist, das bleibt zu erwarten. Du bist stark, bravo, weiter so. Hier werden Mädchen ermutigt, laut und präsent zu sein. Nicht mehr nur adrett, süß und still. Das ist ja auch so krass, wie sie hier aktiv dagegen wirken müssen, denn wir sehen, dass Jungen oder Männer vor allem viel höhere Risikobereitschaft haben und natürlich viel mehr die Welt erobern und all diese Dinge machen, weil ja auch wieder Frauen das interessant finden. Aber das ist ja auch
woanders, wo du das siehst, Männer bilden immer diese Subkulturen oder bauen immer was und Frauen kolonialisieren das danach durch bestimmte Quoten. Und das muss ja hier immer gemacht werden. Das Problem dabei ist, es schafft ja eine Unterverantwortlichkeit, anstatt dass sie genau das Gleiche leisten und dass sie diesbezüglich, ja, leiste doch mehr, dass du das, wenn du das Gleiche wie der Mann machst, dass du da dann auch hinkommst. Nee, da muss man mit Quoten die Frau reinheben, weil sie kann das ja nicht. Das ist ja, was da implizit mitschwingt und was hier bei den Kindern ja schon dann auch gezeigt wird. Bei den Jungs geht es anders zu. Da sehen wir schon, wie sie reinmarschieren, voller Scham. Ja, ihr seid nämlich Jungen hier. Böse, böse, böse. Uns jetzt mal Komplimente. Und immer auch auf die Körpersprache dieser Jungen achten. Komplett anders, weil es ja viel mehr Scham und Schuld induziert ist. Und natürlich auch primär weibliche Erzieherinnen, die dann hier versuchen, diese fehlfunktionierenden Mädchen, in Anführungszeichen, endlich mal zu funktionierenden Mädchen umzuerziehen. Das kann es doch wohl nicht sein. Helgo, nimm die Hand eines Mitschülers und sage ihm etwas Nettes. Hallo, mein Freund Halfport, du hast eine wunderschöne Seele. Ja, typisch weiblich, gynozentrisch, normativ. Das darf ja nicht sein, dass sie von sich aus spielen, wie sie wollen, diese Jungen. Ne? Die müssen ja unbedingt jetzt hier, oh, du bist ja ganz toll, feminin, korrekt, erzogen oder indoktriniert werden, ist ja das richtige Wort. Danke. Und du, mein Freund Trickwi, du hast ein großzügiges Herz. Danke. Wenn du dann Lust hast, kannst du dich an der Maschine halt auch einfach erwürgen. Ne? Natürlich total authentisch von sich herauskommend, wirklich. Der Freiwille dieser Jungen wird natürlich hier total beachtet. Ne? Das ist ja absolute Liebe. Sie lernen, sich ihre Freundschaft zu zeigen, freundlich miteinander umzugehen und sich nah zu sein. Die sollen nicht raufen, die sollen nicht toben, die sollen endlich wie diese Mädchen funktionieren. Das kannst du wohl nicht sein. Wir finden nun unsere innere Mitte. Diese Übungen sollen die Nachkommen der Wikinger ermutigen, sanft und einfühlsam zu sein. Und das ist ja, wie gesagt, man muss immer wieder drauf zeigen, wie heftig lenkend das ja auch ist. Man versucht dauernd hier diese zukünftigen und vergangenen Unterdrücker hier auch psychisch zu destabilisieren. Wir schieben jetzt unsere Ärmel hoch und geben etwas Creme auf die Hände unseres Mitschülers. Die Gesellschaft erwartet, dass Jungen tough sind und Mädchen nicht. Und das ist ja genau auch wieder was Interessantes. Wer ist denn diese Gesellschaft? Ne? Ist es eine magische Kraft des Patriarchats, was irgendwo da draußen ist? Oder ist es vielmehr die Erwartungen auch von den Frauen, gerade wenn man hier die Dating-Landschaft anschaut. Ne? Das erwarten ja vielmehr die Frauen, aber darauf kann man ja nicht mit dem Finger zeigen, weil die sind ja pauschal im Unterdrückungsschema immer die armen Opferlämmchen und so weiter. Und wenn, dann ist es natürlich nur ein Ausreißer auch durchs Patriarchat. Irgendwas haben sie dann internalisiert. Also egal, was es ist, nie sind sie dafür dann selber verantwortlich. Alles andere ist natürlich reiner Biologismus, wie wir wissen. Wir wollen das ausgleichen. Die Jungen spielen natürlich auch Fußball oder andere traditionell männliche Spiele. Ziel ist nicht, die Geschlechterbilder umzudrehen, sondern sie zu harmonisieren. Und damit meinen sie, sie aufzulösen. Was wir auch mal beleuchtet haben, warum gerade Männlichkeit die größte Gefahr für die Fanatiker des Regenbogens ist, auch nochmal gerne hier oben, um hier die ideologischen Untermauerungen zu verstehen. Die Erzieherin Margret Pahler-Olafsdottir entwickelt dieses pädagogische Modell im Jahr 1989. Put boys and girls in this room. Wenn Jungen und Mädchen in einem Raum sind, kann ich genau sagen, was passiert. Ich habe es über viele Jahre beobachtet. Die Jungen übernehmen sofort die aktive Rolle. Jetzt bauen die Mädchen etwas mit diesen Klötzen. Während die Jungs hier drin, würden sie die Klötze nehmen und die Mädchen verdrängen. Und was nicht sein darf, das kann auch nicht sein. Ne? Vor allem, wenn Jungen tendenziell biologisch teilweise determiniert mehr Risikobereitschaft mitbringen, weniger Neurotizismus, dann kommen natürlich auch, wenn wir wirklich auf Chancengleichheit, wie wir vorhin sehen, achten, ungleiche Ergebnisse raus. Und wenn man wirklich ergebnisoffen, freiheitsorientiert ist, dann lässt man das halt einfach zu. Aber du siehst ja wirklich hier dieses Autoritäre von links außen kommen, um die Jungen auch dementsprechend zu formen, damit sie endlich der neue Mann sind. Und es ist wirklich einer offenen Gesellschaft entsprechend. Das muss man hier fragen. Die Organisation betreibt heute 14 Kindergärten und 3 Grundschulen in Island, zum Teil staatlich subventioniert. Die Betreuungspauschale beträgt etwa 250 Euro im Monat. Und da sehen wir schon, wie diese feministisch-marxistische Indoktrination schon von staatlicher Seite gewollt wird und natürlich auch die Eltern dafür solche Löhne zahlen, um die Kinder dann auch endlich auf Linie zu kriegen. Du fühlst dich im Moment sicher wie Alice im Wunderland, während sie in den Kaninchenbau stürzt
Normalerweise würde man das für mädchenhaft halten. Aber unsere Jungs wissen nicht, was jungenhaft oder mädchenhaft ist. Und so geil, ne? Sie machen es zwar von sich aus, dass sie hier Führung übernehmen und mehr in diese Richtungen gehen, aber das wird ja dann aktiv unterbunden. Ja, richtige, krasse Fanatiker des Regenbogens mal wieder. Alles, was in den jungen Gruppen passiert, ist jungenhaft, egal was es ist. Laut einer Studie der Uni Reykjavik fördert das Modell den respektvollen Umgang unter den Geschlechtern. Ja, weil am Ende das Gleiche rauskommt. Aber die Frauen finden das doch letzten Endes dann nicht attraktiv, wie wir später sehen, ne? Erfolge seien eher besser als in öffentlichen Schulen. Diese gesellschaftlichen Veränderungen sind... Und das ist ja auch so krass, die Bildungserfolge sind besser, ja? Setz dich hin, auswendig lernen, hinkotzen. Braver Systemling, gell? Hast sehr, sehr gut gemacht. Und das wird dann als Erfolg gekennzeichnet. Welche Wahrheit? Dass du ein Sklave bist, Neo. Sind politisch gewünscht und werden gefördert. Ja, politisch gewünscht. Von wo? Ja, wahrscheinlich eher von linksgrün, würde ich mal behaupten. Island wählt 1980 als erstes Land der Welt ein weibliches Staatsoberhaupt. 2017 wird Katrin Jakobsdottir Premierministerin bei der Polizei. Katrin Jakobsdottir? Das schauen wir doch ganz mal schnell frech nach. Was steht hier? Vorsitzende der linksgrünen Bewegung. Steht seit 2020 mit Sigridur Björk eine Frau an höchster Position. Die Polizeipräsidentin legt... Und das ist ja auch keine Chancengleichheit, ne? Man schaut ja, okay, wer hat jetzt das richtige Geschlecht, in Anführungszeichen? Kompetenz, wen interessiert das schon? Das sind ja so ganz böse patriarchale Konstrukte. Jetzt nimm mal dich. Und dann wundern sie sich, warum es hier vor die Hunde geht. Ihren Fokus auf Gewalt gegen Frauen. Die Zahlen steigen. Es gibt nicht mehr Fälle oder Gewaltakte, sondern Opfer erstatten häufiger Anzeige bei der Polizei. Und da sehen wir schon, wie hier auch die Realität verdreht wird, denn es sind halt leider Gottes auch hier die Statistiken, das ist aber natürlich auch Hass. Emilia und ihre Freundinnen Agla und Alda machen sich fertig für ihre Partynacht. Ich fühle schon den Druck, Mutter zu sein. Sie fühlt den Druck, Mutter zu sein, aber verhält sie sich auch. Ne? Das sind wieder diese schönen Worte, die geäußert werden, das Politbüro. Aber an ihren Taten sollst du sie erkennen. Und verhält sie sich auch wirklich wie eine Mutter, die involviert ist? Oder wie jemand, der nur diesen Hedonismus weiterleben möchte und das Kind wie ein Haustier abschiebt in die Kita oder übertragen? Jetzt hier vor allem auf die Schwiegereltern. Die jungen Frauen sprechen ohne Tabus und Scham über Sex. Ganz ehrlich, ich will einen verlässlichen Fuckbuddy. Ja, wie wir vorhin gesehen haben, sehen wir ja meistens, wo sie damit dann landen, ne? Wie es ja hier dargestellt wird, ne? Mehr als die Hälfte der schwedischen Haushalte sind alleinstehend. Ja? Braucht sich keiner wundern diesbezüglich. Oder eine Freundschaft plus. Nach einem Drink und einer Runde auf der Tanzfläche, um die Lage zu checken, gehen die jungen Frauen in die Offensive. Wie heißt du? Peter. Hey Peter, ich bin Alda. Und das hier sind jetzt die Infields. Wenn sie jetzt Männer so filmen würden, dann wäre es wieder, oh mein Gott, das verstößt ja gegen das Recht am eigenen Bild. Aber wenn es Frauen machen, die sind ja die Marginalisierten. Da gibt's ja nichts zu hinterfragen dann. Ich heiße Emilia. Woher kommt ihr? Aus Polen. Und man sieht normalerweise, wenn man ein bisschen sozial intelligent ist, sofort, okay, das Interesse, der schaut hier auf das Ding und auch von der Körpersprache. Kann natürlich auch sein, dass er schüchtern ist, aber trotzdem diese kurzen Antworten, da merkst du gleich kein Interesse. Aber wie gesagt, die Frauen müssen ja sonst immer existieren im Raum, hier atmen und dann kommen die Männer ja meistens oder eben, es passiert nichts, aber wenn die Frau jetzt hier für die Kamera mal einen Move machen muss, sicher schon, da ist gar keine Referenzerfahrung da. Hotel? Nein, wir leben hier. Oh, ihr lebt hier? Sehen wir etwa wie Touristen aus? Ein wenig. Ich gehe eine rauchen. Die beiden Polen scheinen nicht interessiert. Emilia und Alda schauen weiter. Entschuldigung. Zwei Touristen aus New York lehnen an der Bar. Hi, wie geht's? Ich bin seit 10 Tagen hier und reise morgen ab. Schade. Ja. Und da merkt man sofort als Mann, wenn man hier ehrlich ist, wie man solche Damen dann einsortiert. Wenn sie so direkt auf einen zugehen, dann weiß ich ganz genau, okay, ambulante Aufnahme, aber für die Langfristigkeit ist sowas dann eher nix. Weil du weißt ja ganz genau, was dahinter steckt. Oh, die hat schon ganz viele Kilometer auf dem Buckel, hat immer einen Partner gewechselt und wenn sie mit dem Alter noch alleinstehend häufig ist, sind da oftmals weitere rote Flaggen mit dahinter. Gerade wenn man langfristig denkt und eine langfristige Partnerschaft dann möchte. Ah. Das sind deine Freunde? Ja. Hast du eine Freundin?
Es ist kompliziert. Kompliziert? Ja. Ist sie hier? Direkt hinter dir. Gut, dann war's das. Ja, wohl besser so. Ja. Nett, dich kennengelernt zu haben. Cheers. Cheers. Der junge Mann tritt den Rückzug an. Alda und Emilia suchen weiter. Ein Typ an der Bar gefällt mir. Ich muss ihn unbedingt ansprechen. Und das ist jetzt so geil, ne? Man muss immer wieder drauf zeigen, wenn das wirklich die klassischen RSD-Pickup-Leute wären, die sowas heutzutage filmen würden. Das würde ja von der feministisch-genozentrischen, hypergamie-maximierenden Seite sofort bekämpft werden, weil es würde ja das Umdrehen, das versuchen Männer hier auszuselektieren. Aber die haben ja die hypergame Neurose und wollen ja selber dann sagen, ah ja, ja, passt. Und deswegen wird es ja so bekämpft, wie wir oftmals auch sehen. Emilia hat einen anderen amerikanischen Touristen ins Visier genommen. Der junge Mann ist im Begriff, die Bar zu verlassen. Aber Emilia gibt ihm noch ihre Handynummer. Ruf mich an, dann habe ich deine Nummer. Als um 23 Uhr die Bar schließt, meldet er sich. Und das ist ja auch das Nächste, ne? Wenn du dann Kontakt mit so einer Dame hast und findest dann im Nachhinein raus, die hat ja schon ein Kind, sinkt das sofort 2 bis 3 Punkte im Dating-Marktwert, gerade im Beziehungsmarktwert, wo sie ja dann auch primär als ambulante Aufnahme eingeschätzt wird. Zumindest von Männern, die weiter oben in der Sozioökonomie aussehen und so weiter, sind die vor allem dann von Frauen als hochwertig angesehen werden. Aber die Männer wollen ja dann keine Beziehung mit solchen Damen. Und das wird ja nie mit reinkalkuliert, was kein gutes Gefühl im Bauch macht. Aber man muss ja schon auch die Wirklichkeit mit reinfaktorieren, wenn man hier am Datingmarkt erfolgreich sein möchte. Je mehr die Frauen im Norden Freiheit und Unabhängigkeit demonstrieren, umso mehr ändert sich auch die Welt des Flirts und der Liebe. Ja, das ist sehr, sehr wahr. Und da sehen wir natürlich auch einen Klassiker, nämlich hier die Frauen, die dann sagen, ach, ich bin so einsam, wer das nie die ganze Wurstparade auffährt und sie die Tür zuhält. Deswegen gibt es ja auch in Wirklichkeit keine weiblichen Incels, weil, wie vorhin gesagt, eine Frau hat Bunga, mit wem sie will, ein Mann hat Bunga, mit wem er kann. Und da siehst du ja die Selektionsmacht. Und wenn sie dann keinen Typen hat, dann in 99% der Fälle, dass sie keinen will. Und dann sagt sie, oh mein, so einsam bin ich. Vor allem, weil sie ja sagen, die Datinglandschaft verändert sich. Das sind ja auch sehr, sehr spannende Daten, die wir hier erst aus 2015 gesehen haben, dass bei den Männern hier der grüne Strich von 18 bis 24 nur 19% Spaß hatten und bei den Frauen weiter unten fast 40% unverändert. Das ist ja auch krass, den hypergamen Wandel, dass umso mehr hier nach oben gedatet wird. Das nächste, was ich hier entdeckt habe, erst von 2019, auch sehr, sehr krass, obwohl sie ja so gleichberechtigt sind, sehen wir hier Trends im Punkto der Kinderlosigkeit unter den hochgebildeten Männern in Schweden. Und was lesen wir hier? Höheres Einkommen, höherer sozialer Hintergrund sind positiv mit Vaterschaft assoziiert und es hat sich über die Zeit nicht verändert. Ja, Anziehung ist halt immer noch nicht verhandelbar, wie vorhin gesagt. Auch interessant, die Bildungsprestige, höhere Abschlüsse von irgendwelchen Universitäten ist nicht mit der Vaterschaft assoziiert, ja? Man sagt ja immer, gleich und gleich gesellt sich gern. Ist völlig wurscht. Frauen schauen hier primär auf die soziale Klasse und das höhere Einkommen. Der Abschluss ist letzten Endes bloß Klopapier, weil es ja nur hier um den Zugang zu diesen Einkommen geht. Ja, und das siehst du ja überall. Das siehst du bei den Schimpansen, dass Frauen hier die oberen 20% anziehen. Ob sie die dann kriegen, eine andere Frage. Und bei Ratten, wenn du hier die Statusaspekte beleuchtest, wie auch bei den Stammesgesellschaften, was wir schon mal beleuchtet haben, gerne nochmal hier oben über die biologischen Fundamente zur Hypergamie. Auch wenn kein böses Patriarchat oder der Kapitalismus am Wirken sind, sind diese biologischen Eigenheiten nun mal da. Und abschließend sehen wir es nämlich genau. Diese Erkenntnisse zeigen, dass sozioökonomische Ressourcen wichtig sind, wenn ein Mann eine Familie gründen möchte in Schweden. Ja, die sind so gleichberechtigt, gleichgestellt. Hä? 2000 Kilometer Luftlinie von Reykjavik entfernt liegt Stockholm. Auch in der schwedischen Hauptstadt gilt Gleichberechtigung als Selbstverständlichkeit. Doch auch. Außer natürlich bei den Sachen, ne? Das lassen wir mal schnell unter den Tisch fallen. Auch in puncto Einsamkeit ist Stockholm führend. Mehr als die Hälfte der Menschen lebt alleine. Fällt es den Schweden schwer, einen Partner zu finden? Wie gesagt, also man muss ja bloß auf die Daten schauen und schauen, wie Frauen selektieren. Natürlich ist es dann natürlich ganz, ganz schwer, wenn man hier solche Standards am Start hat, ne? Aber das wird bestimmt wieder die Gesellschaft dran schuld sein. Natürlich kann man auch mit anderen Stimulationen zum Orgasmus kommen, aber dieses Teil ist außergewöhnlich. Auch interessant vom Investmentstandpunkt, dass man hier in solche Dinge vermehrt investieren kann. Katzenfutter und so weiter, gerade für die alleinstehenden Katzenladies oder auch wenn es Pferdedamen sind, da gibt es ja auch sehr, sehr große Märkte letzten Endes. Ist Anfang 30 und Influencerin. Und da gleich das Tinder-Profil.
In den Medien spricht sie regelmäßig über Liebe und Sex. Thema heute, der neueste Vibrator. Fühlen sich Männer von diesen Sextoys bedroht? Die Beschämung sprach mal wieder, ne? Wenn Männer solche Bunga-Toys zeigen würden. Oh, du kriegst keine ab. Oh, du bist ein Incel. Obwohl Frauen den ja dann abselektieren. Weil Female Choice, dann wird er dann beschämt, weil er nicht diesen super High-Performer-Standard erfüllt und diese Dinge dann haben möchte. Aber wenn es eine Frau nimmt, diese Spaßmittel, dann ist es natürlich wieder toll und bestärkend, wie wir alle wissen. Sie sollten sich nicht bedroht fühlen. Ich denke, dieses Spielzeug ist eine Ergänzung und verleiht einer Beziehung Würze. Man kann es alleine oder zusammen benutzen. Emilie, die ihre Haarfarbe entsprechend ihrer TV-Auftritte ändert, stellt fest, schwedische Männer wissen oft nicht mehr, wie sie mit einer Frau umgehen sollen. Komisch. Woher kommt denn das? Also, ich könnte es nicht erraten, wenn ihr wollt. Das hört sie jeden Tag in ihrem Podcast, den sie mit ihrer besten Freundin Mathilda moderiert. Willkommen beim Ratgeber für Singles mit Emilie Roslund und Mathilda Beckren. Jetzt sehen wir gleich, warum man Frauen niemals nach Dating-Tipps fragen soll. Weil es ist genauso, als würdest du einen Fisch fragen. Du Fisch, was isst denn du gern? Anstatt dass du einen Fischer fragst. Ne? Das ist sehr, sehr wichtig, dass man das auch versteht. Sie beantworten Fragen ihrer Hörer. Die meisten sind verzweifelte Männer. Ja, ja, leider Gottes, ne? Durch jahrelange Indoktrination mit toxischer Scham. Du bist ein böser Mann. Erbsünde und so weiter. Hier hast du einen Schuldschnuller, darfst du ein bisschen dran nuckeln. Kein Wunder, warum dann hier nicht dieser brachiale, toxisch, hochgradig attraktive Mann rauskommt. Ich bin hetero, 30 und habe noch nie jemanden geküsst. Ich bin noch Jungfrau und hätte so gerne Sex mit Frauen. Ich kann nicht flirten, so wie es ein Mann tun sollte. Das passt einfach nicht zu meinem Selbstverständnis. Und da muss man interessanterweise nochmal fragen, ja, von wem wird denn auch dieser Flirtskill dann verlangt? Von der Gesellschaft oder eher von der weiblichen Selektion? Er sagt, flirten wie ein Mann. Was zum Teufel heißt das? Was ist ein Mann? Ja, proaktives Führen, Konfrontationsfähigkeit. All diese Dinge, die Frauen in allen Nationen immer und immer wieder selektieren. Warum? Wie oftmals gesagt, wird 50 Shades of Grey verkauft. Toxisch dominant, Unternehmer, führend und nicht 50 Shades of Hausmann in diesen mehr als 52 Sprachen und so weiter. Ja, da müssen wir bloß ein bisschen nacherziehen. Ganz bestimmt. Er fühlt sich damit nicht wohl. Es kostet ihn Überwindung. Er kann sich... Klar, toxische Scham. Du, sei unterwürfig. Frauen gewähren lassen, ja? Das kommt dabei raus. Wenn man hier pauschal so indoktrinativ auch in der Kindheit gegen Jungen vorgeht. Dazu zwingen, es zu tun. Ich glaube, der beste Rat ist, eine Dating-App auszuprobieren. Der beste Rat ist natürlich, Tinder auszuprobieren, eine Dating-App. Was sehen wir da bei den Likes und Dislikes bei Frauen? Oh, 5% Likes, 95% Dislikes ist natürlich die beste Möglichkeit für eine 30-jährige männliche Jungfrau, hier zum Zug zu kommen. Hier sehen wir nochmal die Männer, wie oft die auf Ja swipen. Aber das ist ja genau das. Da hast du ja noch mehr hypergamen Standard. Nein, da wird ja nur oder primär aufs Aussehen gegangen. Ja, und wenn du dann so schüchtern bist, sieht man das ja mitunter primär, aber das Aussehen, da musst du im echten Leben an die Frauen rangehen, schauen, offline hier zu sozialisieren und vor allem erstmal die toxische Scham ablegen. Das haben wir auch mal hier oben gegen das Nice-Guy-Syndrom analysiert, woher das kommt und wie man es auch auflöst und nicht den Schwachsinn, den hier die Frau in ihren Podcasts zu den Männern hintragt, weil es natürlich nicht funktioniert. So kann er virtuell üben. Es wird ihm dann leichter fallen. Typisch für Stockholms Männer. Einige wollen bekennende Feministen sein. Viele berufen sich darauf. Ja, aber das finden ja die Frauen nicht geil. Die sagen das ja, ja, feministisch soll er sein. Aber sie möchte ja die männliche Überstellung, wenn man das Verhalten analysiert. Und das schneidet sich ja mit dieser Unterwürfigkeit, ne? Da kannst du noch so Tugend signalisieren, ich bin ein männlicher Feminist, macht einfach nicht hier den Vagine-Trockner aus. Und das sehen wir ja letzten Endes dann auch hier in dieser Studie, auch letztens erst beleuchtet, dass gerade feministische Männer signifikant mehr Probleme bei hier der Möglichkeit zum Steilgehen haben. Eben weil das oftmals so mit toxischer Scham korreliert. Ja, du bist ein böser Mann, jetzt mach dich frei, indem du männlicher Feminist bist. Ist aber dann ungeil für Frauen, weil die wollen ja den konfrontationsfähigen Widerständler und das Revoluzzerschwein, weil der ja
emotionale Achterbahn, spannend und so weiter hier erzeugt. Auch wenn sie natürlich immer das Gegenteil behaupten. Sie wollen dich nicht verführen, überhaupt den ersten Schritt machen. Sie fürchten, dass es falsch ankommt und sie für Idioten gehalten werden. Ja, du bist doch stark und unabhängig, Frau. Warum machst du es denn nicht selber? Natürlich wissen wir die Antwort. Weil sie die Autorität von Männern wollen, die Privilegien von Frauen und die Verantwortlichkeit von Kindern, die Trinität des Feminismus. Und da muss man aber aufhören und wirklich ein Humanist sein und auf wahre Gleichberechtigung, gleiche Autorität, wenn die gleiche Verantwortung da ist. Das ist ein nachhaltigerer Weg, als hier diese suprematistische Bewegung zu unterstützen. Trotz ihrer vielen guten Ratschläge ist Emilie selbst immer noch Single. Jeder meint, der müsste irgendwie das Maul aufreißen, von nichts Ahnung hat. Gute Ratschläge. Nutzt auch sie Dating-Apps. Das ist typisch. Perle posieren mit Hunden, Katzen oder Welpen. Und das ist ja auch sehr interessant, ne, was wir auch in den Studien sehen, dass die Frauen hier dann das eher als nicht männlich sehen, wenn der Typ eine Katze hält und mit mehr Neurotizismus, Verträglichkeit letzten Endes einhergeht. Aber das wird ja dann nicht intrinsisch gewollt. Das sagen sie zwar und betaisieren die Männer, dass sie dann so sind, aber das macht sie dann eben nicht scharf. Und das ist ja auch dieser krasse Widerspruch in dieser ganzen Sei eine Frau feministisch Rhetorik. Sie möchten lieb rüberkommen. Nimm mich, ich bin ein guter Junge. Findet ja. Sie ein... Woher kommt das denn, hä? Woher kommt's denn? Viel, das ihr gefällt, stößt sie bei den Männern oft auf Zurückhaltung. Ich habe... 3 Männern auf Tinder geschrieben. Frage ich dann, ob wir mal ein Bier trinken gehen oder sowas in der Art, nichts Aufregendes, bricht das Gespräch ab. Warum haben wir dann wochenlang miteinander geschrieben? Oh, ist so geil, ne? Auf die inneren Werte kommt's an. Ich nicht treffen will. Und das ist ja auch das, was sie nicht kapieren. Ne? Da geht es ja vielmehr darum, dass das oftmals nur als hier Bespaßung und oh, mir ist langweilige Unterhaltung im Vergleich, dass man schneller schaut, wie man die Brücke zum echten Treffen schlägt. Aber diese Verführungstaktiken wissen sie ja nicht, weil sie ja nicht die gleichen Selektionsdrücke ansatzweise haben wie der durchschnittliche Mann. Haben die schwedischen Männer im Wandel der Rollenbilder etwa das Erobern verlernt? Marianti ist 38, attraktiv, mit gutem Job im Finanzwesen. Seit Jahren ist sie Single. Ihrer Meinung nach liegt es an den Schweden. Ja, natürlich, die Männer sind mal wieder schuld, ne? 38, auch eine Spätgebärende. Gerade wenn du jetzt hier als Frau mit der Position einen noch höheren statusmäßig Mann suchst, der hat natürlich ganz eine andere Auswahl am Datingmarkt und nimmt wieder Jüngere, weil da weiß er ganz genau, mehr Fertilität, mehr Möglichkeit auf Kinder im Vergleich, dass die jetzt schon 38 ist, ne? Aber das ist natürlich absolut hanebüchen, dass man so eine banale Realität anerkennt, weil macht kein gutes Gefühl im Bauchi, also Frauenhass, nach deren Logik oftmals. Traurig, das zu sagen, aber in all den Jahren hier in Schweden wurde ich weder von einem Mann auf der Straße angesprochen, noch habe ich je ein Kompliment bekommen. Muss ich etwa für sie die Arme öffnen, die weiße Flagge hissen und sagen, hab keine Angst, ich beiße nicht? Und da muss ich doch einen kleinen Zweifel anmelden, weil als ob sie in ihrer ganzen Jugend von 20 bis 30, wo sie ja noch frischer war, keine Komplimente von Horden an Männern bekommen hat. Das kann uns doch keiner erzählen, weil diese Männer, die hier eben aufzufinden sind von der Sozioökonomie, haben sie wahrscheinlich angesprochen und Komplimente gegeben, aber die sind ja neutrum. Das ist ja auch der klassische Apex-Fehler, ne? Wenn man guckt, wenn Frauen hier über Männer sprechen, dann natürlich nur über die, die ganz viel Macht, Geld und so weiter haben, weil das sind ja die Interessanten. Das Fußvolk da unten, die machen doch nichts. Deswegen, sie ist wirklich der Inbegriff dieser Meme hier. Sind die schwedischen Männer wirklich so zurückhaltend? 40 ist Philipp auf der Suche nach sich selbst. Er hat seine Marketingkarriere aufgegeben, für die Musik. Die Einsamkeit bedrückt ihn, trotz noblem Apartment in hipper Gegend. Das ist ja das, ne? Wenn er hier Musik macht und mal die vorherige Studie mit einbezieht, das bietet ja selten wirklich dann die Kohle. Klar kann es dann da sein. Und es ist natürlich nicht immer das Geld. Es ist ja auch Aussehen, wenn man die kurzfristigen Aspekte der Hypergamie anschauen, ne? Das, oder auch die Verhaltensweisen, Konfrontationsfähigkeit, toxische Männlichkeit, die sie ja so spannend finden. Aber natürlich, das Politbüro pscht, sagt. Philipp startet für seine Leidenschaft neu durch. Aber in der Liebe tut sich nichts. Die Liebe nehmen wir in Schweden sehr ernst. Wenn du zu jemandem sagst, Jag älskar dig, ich liebe dich, dann ist das weit intensiver als das englische I love you. Und da muss man vorsichtig sein als Mann, denn Frauen müssen ja zuerst die Hypergamie evaluieren lassen. Und wenn du als idealisierter Romantiker, wie er ja ganz klar einer ist,
dann sowas sagt, dann, lass uns doch Freunde sein, weil die Frau möchte ja aufschauen, ne? Wenn du sie wie ein Star behandelst, wird sie dich wie ein Fan behandeln, deswegen muss die Frau immer das L-Wort zuerst sagen, zuerst emotional investierter sein, auch wenn es der Mann natürlich zuerst fühlt, weil wenn du das dann zuerst rauspackst, dann kann sie ja nicht mehr herausfinden, nicht mehr das Zwiebelprinzip, und dann ist es tendenziell viel schneller langweilig, und deswegen kriegen solche Männer tendenziell auch viel weniger Freundinnen ab. Es meint wirklich, ich liebe nur dich. Die Leute sagen ständig, ich liebe dich, aber in Schweden hat das eine wirklich starke Bedeutung. Ich gebe zu, dass ich oft zu schüchtern bin. Ich sage mir, sie ist besonders. Dann läuft die meiste Zeit gar nichts. Das ist es, ne? Wie wir vorhin gesehen haben. Der klassische Star-Fan-Aspekt dabei, dass man hier eben als Mann den Stoiker herausbringen muss und distanziert sein muss, weil das von der weiblichen Selektion gefördert wird. Ne? Da müssen wir immer und immer wieder drauf zeigen, dass es nicht Männer sind, die das den Frauen aufzwingen, sondern Frauen, die das von Männern erwarten, implizit zumindest. Und wenn er hier wirklich dieser leinengezwungene, oh, du bist ganz, ganz toll, ist, dann emotionales Tampon. Boing. Probably nothing happened. Philipp sagt, er suche nach der wahren Liebe. So, ich bin zu haben, ich suche Liebe. Und wenn man da in die Kommentare schauen, wird die Frauen wieder, ach, das ist ja so toll, du findest ganz bestimmt noch deine Partnerin. Wenn sie den so toll finden würden, dann würden sie ja nicht sagen, du findest ganz bestimmt noch eine, sondern dann würden sie ja sagen, ja, ich finde dich interessant, wo kann man dich kennenlernen? Aber das siehst du ja auch wieder. Politbüro, ja, ja, ganz toll. Verhalten, du findest schon noch eine, ne? Auch wieder sehr, sehr essentiell, auf diese Feinheiten zu achten. Insbesondere Singlebörse ist in Stockholm sehr erfolgreich. Hier geht es in erster Linie nicht um Sex, sondern um Liebe. Chef ist... das ist ja auch immer, dass wir versuchen, Liebe und Bunga zu trennen. Dabei fußt die Liebe ja auf der Sexualität. Weil erst wenn sie miteinander den Spaß haben, dann werden ja Bindungscocktails, wie oftmals gesagt, erst ausgeschüttet. Und dann kommt es ja vermehrt viel stärker zum Tragen. Und da tun sie immer so, ja, das ist total, hat nichts mit nichts zu tun mal wieder. Ist LeMarc Thomas aus London. Seit ein paar Jahren hat er sein Büro im Matchstick Palace, einem der prestigeträchtigsten Bürogebäude Stockholms. In Single-Coaching bietet er ab 7.000 Euro an. Ja, da merkt man es ja, was das auch für eine lukrative Geldquelle ist. Ab 7.000 Euro muss man sich mal vorstellen, was da hier für Dinge dann auch gemacht werden. Das gehen ja dann auch über längere Termine. Das ist natürlich eine Goldquelle. A lot of them have high-profile jobs. Viele haben hochrangige Posten, sind erfolgreiche Geschäftsleute oder Banker. Sie stehen oft unter öffentlicher Beobachtung, können kein Internet nutzen, weder Facebook noch Datingportale. Und das Ding ist, wenn sie das nicht wären, dann könntest du ja sie überhaupt gar nicht erst an die Frauen vermitteln, obwohl natürlich immer Gleichstand, Gleichstand, Gleichstand und was weiß ich alles gepredigt wird, finden das ja Frauen nicht interessant. Wie kann man heutzutage jemanden treffen, wenn nicht im Internet? Diese Menschen brauchen unsere Dienstleistung. Marianti und Philipp zählen auch zu seinen Kunden. Hello. Marianti fürchtet, sie könne mit einem Schweden vermutlich nicht glücklich werden. Wir haben über schwedische Männer gesprochen. Brutal. Das ist ja das, ne? Sie kann mit schwedischen Männern nicht glücklich werden. Und warum? Ja, weil sie halt leinengezwungene Betaisierte sind. Ich schätze ihren Sinn für Gleichbehandlung, aber ich mag auch, wie es früher war. Ich liebe es, wenn ein Mann den ersten Schritt macht. Da ist jemand das klassische Politbüro. Ne? Sie sagt ganz toll und hat es natürlich immer in der Kindheit, überall in den Werbungen, auch alles Gleichstellung, alles ist gleich, aber Anziehung ist immer noch nicht verhandelbar und was Frauen und Männer tendenziell an anderen Geschlecht interessant finden. Der Mann fürchtet sich davor, Fehler zu machen. Ein häufiges Problem in Schweden. Das ist nicht nur kulturell bedingt, sondern auch politisch. Von ihren schwedischen Müttern wird... Da muss man nochmal drauf zeigen. Ne? Es ist nicht nur kulturell, sondern natürlich auch politisch bedingt. Da siehst du ja auch diese Indoktrination, aus welchen Richtungen das dann auch kommt. Wird ihnen Gleichberechtigung vermittelt. Sie sollen sich nicht so in den Vordergrund stellen. Keine Grenzen überschreiten. Und die Frauen respektieren. Super Sache. Aber es fehlen die männlichen Vorbilder. Sie haben keine Ahnung mehr davon, wie sie sich im wirklichen Leben verhalten sollen. Ja, das ist halt das. Und darauf werde ich auch niemals müde, mit dem Finger zu zeigen. Weil das eben ständig geleugnet wird. Ne? Wenn du wirklich eine moderne Frau haben möchtest, dann müssten die Frauen in der Masse wirklich auf Augenhöhe und natürlich auch nach unten daten, weil auf die inneren Werte kommt sie an. Aber das passiert ja in der Masse überhaupt nicht. Ne? Eine Frau, die oben ist, möchte noch weiter nach oben schauen in der Masse. Oder wenn sie auch in dem Mittelstand ist, möchte sie natürlich auch weiter nach oben schauen. Und das ändert sich nicht anhand der Indoktrination, die du den Leuten in die Köpfe spülst. Ist
Mir fallen da einige Männer ein, die ich Ihnen gerne zeigen würde. Trotz Ihrer Bedenken hat der Single-Coach ein Treffen mit einem Schweden organisiert. Oh, schön. Okay. Auch für Philipp hat er einen Partnervorschlag. Sie ist attraktiv, sportlich, schlank. Sie preisen sie ja förmlich an. Ja, das tue ich. Philipp stellt sich der Herausforderung. Wird er jetzt sind wir mal gespannt. Ja, sportlich, schlank sind natürlich Dinge, die die meisten Männer interessant finden, wenn sie die Auswahl haben. Und meistens hörst du ja das Gejaulen nach Body Positivity, aber wie wir vorhin gesehen haben, der Typ mit dem Sixpack für Männer gibt selten bis nie Body Positivity, weil es die weibliche sexuelle Selektion eben weitaus weniger scharf findet. Ne? Und deswegen siehst du die Maximierung des Weiblichen. Hier, der Typ natürlich weiterhin sportlich fit, aber wenn der Mann das möchte, dann bricht die Welt zusammen. Man muss ja nur mal als Mann auf Twitter zum Beispiel posten, was man einer Frau möchte, welche Standards man hat. Ne? Dann explodiert das Ganze. Seine Schüchternheit überwinden. Marianti hat ihr Date in Stockholm ganz romantisch am Wasser mit dem 40-jährigen Geschäftsmann Richard. Hallo, schön dich kennenzulernen. Darf ich dich umarmen? Ja, natürlich. Auch wieder ein Geschäftsmann, der bestimmt den einen oder anderen sozioökonomischen Faktor vorzuweisen hat. Warum nicht der Bauarbeiter? Total diskriminierend. Alles gut? Ja, sehr gut. Le Marc Thomas hat ihn nicht zufällig ausgewählt. Marianti erfährt über sein Leben in Frankreich, was ihr sehr gefällt. Ja, genau. Ach du, ich fliege mit Privatjet nach Frankreich. Aber Gleichstellung und auf Augenhöhe. Sprichst Französisch? Ja, ich habe dort gelebt. Oh, wie schön. Und wo? Als ich 6 oder 7 war, zog ich nach Paris und blieb bis zum Abitur. In einem weniger romantischen Ambiente erwartet Philipp sein Date. Zwar auch am Wasser, aber in einem sportlichen Outfit. Ein Kajakausflug soll die Schüchternheit vertreiben. Ich kann es kaum erwarten, Sie zu sehen. Und es ist ja keine schlechte Idee, dass man sich hier an der Öffentlichkeit in diesem sportlichen Ambiente auch trifft, weil da kann man ja dann zu zweit was erleben im Vergleich zu Gott bewahre ins Kino, wo du mit einem Fremden dann drin sitzt, dich nicht unterhaltest oder dann auch eventuell essen gehst, ja? Dass die Frau dann eventuell den größten Hummer, der auf der Karte steht, bestellt, wie wir es ja auch mal gesehen haben. Sarah, 36, mit iranischen Wurzeln, hat die Einladung angenommen. Sie ist seit einem Jahr Single. Auch nochmal hier, 36, wieder spätgebärnt, ne? Da, die Zeit läuft. Das ist wie bei Stranger Things, wenn diese Glocke immer, das ist die Wall, die näher kommt. Und wenn es 4-mal bimmelt, dann kommt das zu holen. Hallo, schön, dich kennenzulernen. Schön, dich auch. Wie geht's? Sehr gut, danke. Bist du soweit? Zieh noch deine Schwimmweste an. Philipp gibt sich überraschend galant. Sehen Sie, wie er mir hilft? Schnell sind die beiden im Wettkampfmodus. Sehen Sie, wie er mir hilft? Muss mal zu übersetzen. Der Plan des Dating-Coaches geht auf. Das Kajakfahren macht die beiden Singles locker. Kennst du Tinder? Einen Monat habe ich es tatsächlich ausprobiert. Ich hatte 3 Dates mit verschiedenen Männern. Und da muss man auch das Politbüro immer wegrechnen, weil die Frau wird selten bis nie die Wahrheit sagen. Oh, da habe ich mit dem was gehabt und so weiter und so fort. Weil beim Mann, gerade wenn er auf die Langzeitschiene schaut, wie sie jetzt natürlich auch, wenn sie die Wall näher kommen hört, dann wird sie ihm ja nicht die Vaterschaftsunsicherheit hier auftreiben, indem sie da sagt, was sie getrieben hat. Ach ja, du, jetzt bin ich bereit auf der Suche nach einem Mr. Right. Nette Typen, sie haben mich gut behandelt, aber verliebt habe ich mich nicht. Ja, nette Typen halt, ne? Wie wir alle wissen, nett ist die kleine Schwester von... Das hat Spaß gemacht. In einem Restaurant sitzt man nur und redet. Mir gefällt es hier besser. Wie sind eure Pläne? Seht ihr euch wieder? Ich sage es jetzt nicht vor der Kamera. Mal abwarten, wie es sich entwickelt. Ja, sie ist diejenige, die dann die Entscheidung meistens trifft, wenn der hypergame Standard ja auch in diesen Ländern so hoch diesbezüglich ist. Wie man es ja dann nicht selten so hier auch sieht, ne? Dieses Date ist wirklich schön. Ja, wirklich toll. Das Date von Marianti und Richard dauert mehr als eine Stunde. Jetzt kommt die Rechnung. Wer zahlt? Soll ich mich beteiligen? Nein, das übernehme ich. In der Regel teilt man sich in Schweden gleichberechtigt die Rechnung. Ganz anders in Frankreich, wo meistens der Mann zahlt. Hat es auf die schwedische oder französische Art geendet? Das kann man ja hier auch falsch verstehen, ne? Auf die französische. Es ist schon 2-3 Mal vorgekommen, dass die Frau sich unbedingt beteiligen wollte und wir beide die Kreditkarten zücken. Ich sage dann, das ist lächerlich, das muss ja nicht sein. Wenn es aber jemand ist, der mich gar nicht interessiert, dann warum nicht? Keine schlechte Idee. Aber das ist halt auch interessant, man muss ja beleuchten, wenn man das dann annimmt, das kann ja auch oftmals ein Test sein. Da gibt es ja auch diese, wie wir vorhin gesehen haben, mit diesem leistungslosen Anspruch, denken, du bist eine Frau, toll, der Mann hat zu bezahlen. Wie wir auch mal in diesen geilen Doppelstandards gesehen haben.
Aber dass dann das Pussy-Payment schuldig ist, das wird dann nicht beleuchtet. So kostet mich das Date nicht mehr, als es wert war. Hat es bei Marianti gefunkt? He was funny, he's cute. Er hat Humor, er ist süß. Aber ich bin mir nicht sicher. Würde man mich jetzt fragen, ob wir zueinander passen? Ich weiß es nicht. Da war ich sofort an der Betonung, an der Tonalität und an der Körpersprache. Der hat leider den Standard hier nicht erfüllt. Er war nur Geschäftsmann, der nach Frankreich gereist ist. Der muss natürlich noch weiter oben angesiedelt sein. Wo ist da bitte der Gleichstellungsbeauftragte? Aber Potenzial ist da. Politbüro, wie wir hören, ne? Marianti wird kein zweites Date mit Richard haben. Philipp und Sarah sind weit. Also geil. Ja, oh, vielleicht hat er noch Chancen. Ich sage mal, das, was sozial erwartet wird. Oh, es kann doch nicht zum zweiten Date. Der Klassiker eben. Weil das ist halt dann letzten Endes, aber wie vorhin gesagt, nicht verwunderlich, weil sie wirklich genau diese Dame dann ist. Ach ja, ich bin so einsam, ja. Die Standards können eben nicht hoch genug sein, wie wir oftmals sehen. Weiter in Kontakt, aber nur als Freunde. Brutal, Alter. Dieser eine nette, fürsorgliche Typ, der ihr dann auch da ein bisschen reinhilft, der ist leider Gottes dann auch in die Friendzone gekommen, wie wir gerade gehört haben. Press mal einmal F für ihn, um Respekt zu zollen, dass er als alleingezwungener Buckdackel hier da hingekommen ist. Aber man darf die Männer hier auch nicht so verurteilen, weil man muss ja mal schauen, woher kommt denn das, ne? 80% im Schulsystem sind Frauen. Dann noch diese feministisch-marxistische Indoktrinationsherangehensweise, wie wir in dieser Schule, Kindergarten gesehen haben. Da braucht sich wirklich keiner mehr wundern. Aber trotzdem gibt es natürlich Mittel und Wege, hier diese toxische Scham abzulegen. Wie vorhin gesagt, auch gerne oben markiert gegen das Nice-Guy-Syndrom, was ja hier oftmals daraus in der Masse resultiert. Und die Beta-Fabriken der alleinerziehenden Mütter, da ist ja auch noch nicht Hopfen und Malz verloren. Denn es ist ja auch diesbezüglich nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ne? Da habe ich ja auch eine Playlist für euch, auch gerne nochmal unten in der Infobox verlinkt. Und damit hoffe ich doch, dass ich euch diesen köstlichsten Gourmet-Hass, also Widerspruch, näher bringen konnte. Und wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Fiert's euch.